Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Project. Traditionell werden wir gleich schlafen gehen. Ja, richtig. Möchtest du? Natürlich möchte ich. So, kommt der Wind auf? Kriegen wir ein Wetter? Oh ja, es regnet, es regnet. Oh, wie cool. So, wir nehmen das Wasser. Wir nehmen hier, oh, wunderbar, Larve am Spieß. Oh, wie schön. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die haben Hunger, ja, dann soll er was essen. Bleh. Hier, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, ich würde sagen, ich packe das da. Ich nehm einfach mehr mit. Einfach mehr mit. So, wir füllen mal ein. So, immer schön auf die rosa Pilze, Blitze achten, ja, Pilze auch. So, ich würde gerne aber die Einzeltomate hier auch reinwerfen. So, super. Alle vier laufen, mehr fürs Let's Play. Ist das mehr als ausreichend? So, 24, dann würde ich mal sagen, ja, wegen Vergiftung wär's. Essen, essen. Sehr schön. So, das können wir natürlich 97 von denen, das ist auch gut. So, wir schauen mal drüben, ob irgendwas fertig ist. Fertig ist. Nö, da ist nichts fertig. So, gut, dann werfen wir nämlich noch ein wenig Eisen rein. Ein wenig Eisen rein. Ja, so, fallen lassen. Super. Was kommt da her? Und zwar möchte ich gerne im Regen an sich würde ich gerne ernten und weitermachen. Immer schön darauf achten, dass das ja kein rosa Blitz wird. Ja, kein rosa Blitz, meine Freunde. Das könnte man echt nicht gebrauchen jetzt. So, super. So, ich möchte gerne den Dünger nehmen. Ein Huhn, da habe ich was zu tun. So. Das bringt mich auf die Idee, wir schauen mal nach unten, ob das Huhn noch lebt. So, zwei Ratten, super. Ein dicker Schwein, ein dünner Schwein. Oh, ein Ei. Vielen Dank, meine lieben Hühner, ein Ei. So, das legen wir gleich da rein. Hehe. So, Mutantenfutter, genau. Ratten- und Schweinefutter müssen wir dann mal machen. Da haben wir aber noch ein wenig Zeit. So, aber es so schön regnet. Ich hoffe wirklich, dass kein rosa Blitz einschlägt hier. So, der Luach. Also ein wenig von dem Zeug hier holen. Super. Herrlich. So, dann schlagen wir da noch den Baum um. Ich bin so aufgeregt, ob jetzt ein rosa Blitz kommt. Ja, die Kamille lasse ich jetzt auch liegen. Oh, der Regen, das tut aber echt schon gut jetzt mit dem Regen. So, den Stumpen rausruppen. Herrlich. So, die Kamille lassen wir liegen, die da kommt. Und ein wenig Löwenzahn wird hier auch aufpoppen. Löwenzahn würde ich schon gerne mitnehmen. Kamille brauchen wir eigentlich nicht. So, Löwenzahn, ja, die Blitze. Ja, die bedeuten nichts Gutes. Sie bedeuten Ungemach. So. Den können wir auch rausruppen. So, natürlich können wir ein bisschen Kamille mitnehmen, aber der Saft, der macht uns nur munter. Und wer möchte munter sein in dieser Zeit? So, dann legen wir den auch noch um. Das wird ein sogenannter Flachbaum. Super. So, das nehmen wir auch mit. Herrlich. Ich glaube noch immer, so meine Theorie, die rosa Blitze schlagen in Bäume ein und verwandeln die Bäume in Sporenblitze. Reine Theorie meinerseits. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Das sind alles Urban Legends. Jo, wahrscheinlich. Wir wissen es nicht.
So. Das haben wir auch alles mit. Cool. So, wir schauen mal zu den anderen. Ah, da wachsen auch die blauen schon. Yeah. Wir schauen mal, wie weit die anderen sind. So, weil wir gerade da sind und unterwegs, können wir die Stöckchen mitnehmen. Ja, brauchen tun wir es immer wieder. So, wir sind hier. Oh ja, da wächst super. Da wächst super. Im Moment sieht es noch nicht nach blauen, nach rosa Blitzen aus. Ein Käfer. Wollen wir den töten? Ich lasse ihn mal, aber den Lurch, den Lurch. So. Ja, sorry, aber Lurch. Tja. So, super. Das wächst ja alles so schön. So, dann haben wir hier auch ein wenig gepflanzt. In der Hoffnung, das wird auch hier noch Blubber vertreiben. Ich würde da gerne noch einen dazusetzen oder zwei. Dafür haben wir dann dabei. Dabei hätten wir genug. Ja, dann machen wir das auch. So, hier würde ich sagen, da in den Sand, also nicht in den Sand, hierher. So, und dann könnten wir auch hier einen reinsetzen. So, dazu, die würde ich vorschlagen, von denen haben wir die meisten. Ja. Sind aber auch hübsch, wenn die ausgewachsen sind. Muss man schon dazu sagen. Setzen wir da noch mehr rein? Ich glaube, das reicht vorerst mal. Oder da in der Mitte noch ein. Oh, das ist eine gute Idee. Da werden wir in die Mitte noch einen reinsetzen. So. Und dann das hier. So, und noch einen wunderbaren Ahorn. Wunderbar. Das ist so wunderbar. So, die werden wir alle abholzen, wenn sie dann fertig sind. Weil ich glaube noch immer dran, dass ein Zusammenhalt rosa Blitze mit Bäumen besteht. So, dann hier. Und da könnte ich auch noch einen rein. Wir haben ja noch Dünger mit. Das können wir ruhig machen. So, aber da setze ich einen. Jawohl. So. Und da oben könnte man auch noch einen rein. So. Ja, wir verbrauchen jetzt den ganzen Dünger hier. Aber es ist auch okay, so. So, da oben. Oder lassen wir den mal. Wahrscheinlich müssen wir dann sowieso noch einmal eine Baumpflanztour machen. Bis wir das da oben weggekriegt haben, das ganze Blubber. Das muss alles wegbekommen werden. Bekommen werden. So, super. Wir haben unseren Dünger aufgebraucht. Auch das ist gut. Irgendwas ist gerade fertig geworden. Ah, wie schön. So, ein Blitz, ja, aber zumindest kein rosa nah. So, die Frage ist natürlich, ja, stelle ich jetzt noch weitere Komposter auf? Ja oder nein? Ich denke mal, ja, wir könnten vielleicht zwei hier noch. Das machen wir. Wir bauen zwei Komposter. Also, ich weiß auswendig noch. Moment, wir haben mal das mit. So, Landwirtschaft Komposter, genau. Wir brauchen Gitter und Brettchen. Brettchen. Oh, wir haben sogar noch Brettchen über. Oh, ist das cool. Das sind sicher schon ganz alte Brettchen. So, Brettchen ist gut. Gitter. 15 Gitter, damit kommen wir wahrscheinlich auch aus. So, Gitter und Brettchen. Ich würde sagen, zwei bauen wir. Und das muss dann echt auch reichen. Ja, komm. Super. Apropos Landwirtschaft. Was brauchen wir da? Wow, wow, wow. Haben wir das eigentlich? Waren, Draht, was weiß ich, Pfeile, nehmen wir mit. Da, hier, so, bam. So, wir machen uns eine Tonne. Ja, eine Tonne soll her. Außerdem möchte ich gerne heute noch ein wenig Glühwürmchen sammeln, weil wir wollen mehr beleuchten.
einen höheren Beleuchtungsgrad gemeinsam erreichen. So, hier, da. Die Tonne wird unten hingesetzt, das kommt auch unten hin, das kommt da auch hin. Ach ja, genau. So, und zwar Nützliches hätte ich gern. Eine Leguan-Flasche. Ja, wir brauchen Ton und Schnur. Schnur und das gehört zum guten Ton hier. So, das und Schnur. Eine Leguan-Flasche. Oh, wie cool. Ich brauche Wasser. Ja, ich baue gerade die Flasche. So. Schnur. Am besten mal hier. Leguan-Flasche hier. Und das können wir da wieder reinlegen. Wie wäre es, wenn man einfach... Genau, es geht um die Vergiftung, meine Freunde. Es geht um die Vergiftung. So, und da können wir da auch was... Ach ja, machen wir gleich. So. Da können wir natürlich jetzt auch noch mehr rein. 14... Geht das hoch? Geht das hoch? 24, super. 31 Stunden kann das Ding brennen. Burn, baby, burn. So, da. Widerlich. So, das kommt draußen hin, das könnten wir grillen, das können wir essen. Das wird befüllt, so. Dann nehmen wir das da mal oben rein, nur für den Fall, dass wir dann nicht wissen, was wir grillen sollen. So, da kommt rein, Brettchen. Das kommt unten rein. Das kommt weg, das wird befüllt, das wird gegessen. Wahnsinn. Oh, cool. So, genau. Und dann suchen wir uns schon einen Ort für... Zuerst mal das da. So, da würde ich... Hier? Ist das hier gut? Komm, wir platzieren das. Einfach so. Wahnsinn, oder? Es ist super. So. Jetzt wollen wir das da hierher und das da. Ja, für Let's Play reichen 4. Mhm. So, wir haben das. Das kommt da unten hin. Das gehen wir daher mal. Das kommt da rein. Ja. So, was haben wir zuerst mal die da? Da. Jetzt haben wir doch mehr gemacht, aber ist halt so. Eigentlich wollte ich tatsächlich mit weniger auskommen im Let's Play, aber ja. So, dann hier. Und die letzten füllen wir da und hier. 19. Sehr schön. So, das kommt da rein. Schon langsam können wir wieder mal was essen. So. Die Bomben. Oh mein Gott. Sind die widerlich. So, ich muss Futter holen. Mutantenfutter. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich nehme das ganze Futter mal. So. Ja, meine lieben Schweine. So. Genau. Zumachen. Schweinefutter ist gedroppt. So, wir haben leider nur noch ein Rattenfutter auf Reserve. Es gibt aber 4 Rattenfutter. Komm. Nö. Absetzen. So, abgesetzt. Super. So, Schweinefutter merken. Wir brauchen Schweinefutter. Hier, die beiden Hühner warten beim Ausgang schon auf mich. So, wie viel Hühnerfutter haben wir? Wir wollen... Mehr brauchen die da auch nicht. Schnell zumachen. So. Das ist gut. Die 4 leeren Säcke müssen wir mitnehmen. Unbedingt. Oh, ich dachte schon, das ist tot, das Ding. So. Also, wenn wir... Widerlich.
So, ich könnte aber die Gesunden mitnehmen. So, die Hungrigen haben ja gegessen, das sind die Kleinen. Okay, dann gehen wir zu dem anderen Dicken auch noch. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, zwei Eier sind da. Wir haben zwei Mutanten in der Tasche. Genau, den hier und den hier. Widerlich, widerlich. So, die Baumsamen werfen wir zurück in die Kiste. In die Kiste, in die Kiste. Wahnsinn, oder? 44 davon. Super. So, jetzt schauen wir da. Wenn wir das da rausnehmen, können wir das da grillen, das da wieder reinlegen. Es ist super. So, und das da hier für später. Das kann auch gleich weiter grillen. Ja, das nehme ich mit. Wenn es schon so rumliegt, können wir es auch verwenden. Also, wenn ich das da reinlege, machen wir eine tote Ratte draus. Herrlich, endlich. Es gibt tote Mutantenratten. So, Metzgerblock, wir schauen nochmal rein. Was kann man denn mit denen jetzt noch machen? Also, vielleicht. Metzgerblock. Geschnittenes, ist das das? Nö, Ratus. Da, sehr gut. So, und dem hier, wir schneiden es mal auf. Oh, schön in Fleischröllchen. So, gleich nochmal. Oh, eine herrliche Fleischrolle. Oh ja. Die wird uns munden. Also, hoffe ich. So, was können wir da noch machen? Schinken. Aus was wird Schinken gemacht? Aus Schwein. So, totes Schwein. Gerupftes Huhn. Totes, geschnittenes. Tja, gut. Dann würde ich mal sagen, ist in Ordnung. Wir essen das auf. Wir essen das auf. So, wir legen die leeren Säcke da zurück. Wow, wow, wir müssen tatsächlich jetzt bald Futter erzeugen. Ah, Futter, Futter, Futter. Oh, solange das solche Blitze sind, ist alles okay. Ach so, ja, da wollte ich ja nachschauen. Also, Gerichte auf Fleischbasis. Das ist aber Ratus. Geröstete Ratte. Klingt nach Ratus, ist es aber nicht. Eichhörnchen. Ratuseintopf. Ratuseintopf mit Wasser und dem Fleisch gibt dann 105. Wow. Ja, das will ich haben. Das will ich haben. Oh, mach fertig. 105. Das ist ja die mörderisch coole Nahrung. So, wir grillen die Ratten. Wir grillen die Ratten. So, dann haben wir noch das da und das da. Und werfen gleich weiter rein. Oh ja, da werde ich die beiden auch gleich mitnehmen. Ja. So. Ja, ja, da könnt ihr Geräusche machen, was ihr wollt. Ihr werdet verspeist. So. Eigentlich wollte ich Beleuchtungskörper aufstellen. Ja, gut. Oh, du. Hallo. Ist da immer noch einer? Okay. Aber oh, wie cool. So, das nehme ich mit. Also, wir haben das Ding, das Ding. Oh, wie cool. Komm, lass uns eine Mutanten grillen. So. Oh, ist das super. So, und das Messerchen. So, und jetzt schauen wir da mal rein. Weil wir können ja auch hier. Okay, das sind eh die Letzten, das sind eh die Letzten. So, dann können wir die auch noch vorbereiten. Oh, wie cool. Lecker Mutantenfleisch. Super. So, was kann das jetzt? Wahnsinn, oder? Das ist doch super. 105. Einmal reinbeißen, fertig.
So, und wie lange hält das? Das hält 2 Tage. Okay, wir müssen es also verarbeiten. Okay. So. Na, dann mach mal. Dann können wir die 2 da auch gleich machen. So, das legen wir da unten hin. Da gibt es wegen Vergiftung noch was. So. Essen, essen, essen. Das kann weg, das kann weg. Hühnerfutter haben wir. Mutantenfutter ist noch ein bisschen da. Genau, dann wollten wir ja gemeinsam sehen, ob wir nicht doch schon ernten können. Ja, wir müssen mehr Lichter aufstellen. Mehr Lichter. So, super. Ja, unbedingt mehr Lichter. So, da ziehen wir dann mit der Axt los. Ein bisschen Dünger, aber Dünger haben wir eh dabei. So, Futter. Wir brauchen Tierzucht. Wir brauchen Futter. Ach Gott sei Dank, grüne Blitze. So, Bohnen, Grün, Beutel. Mais. Okay. Also, Steckrüben, Mais und Bohnen. Steckrüben, Mais, Bohnen. Ja, ob ich mir das bis morgen merke? Ach komm, die kann man auch gleich mitnehmen. Steckrüben, Mais, Bohnen. Bohnen. Nimm die Bohnen mit, nimm die Bohnen mit. Dö. So, wir haben mal das und, nö. Super. Ich sage jetzt nicht, dass einer da reicht, weil sonst brauche ich gleich einen zweiten. Nein, passt alles. So, die verfallen in 3 Tagen, die verfallen in 5 Tagen, super. Oh, ist das cool. Und das wollen wir mal trinken. Schaden kann es definitiv nicht. Ah. Oh. Wir haben zum ersten Mal Ratte. Mutantenratte. Unsere erste Mutantenratte am Grill. Ist das cool. So, das werden wir dann später kochen. So, das verdirbt in 3 Tagen. Ja, dann soll es doch verderben. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Wobei, das haben wir eigentlich die verdorbenen Sachen doch in dem Schränkchen hier. So, dann bringe ich das nochmal weg. Fallen lassen. Das kommt da rein. Das bringen wir raus. Oh, wie schön. Ah, oh, wie schön. 23 Uhr, super. Wir sollten jetzt schlafen. Wir gehen jetzt gleich schlafen. Beziehungsweise, meine Lieben, das ist auch schon wieder das Ende der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.